Bundesligist VfB Stuttgart hat Innenverteidiger Ozan Kabak von Galatasaray verpflichtet. Das gaben die Schwaben am Donnerstag bekannt. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel geklappt hat, wird er auf der Homepage des Bundesligisten zitiert. Ich habe große Ziele, die ich mit dem VfB Stuttgart langfristig erreichen möchte. Auch die Verantwortlichen zeigen sich zufrieden, wir freuen uns sehr, dass sich Ozan trotz zahlreicher anderer Angebote von namhaften europäischen Clubs für den VfB entschieden hat. Ozan zählt zu den vielversprechendsten Abwehrtalenten in Europa und ist somit ein ganz wichtiger Eckpfeiler unserer mittelfristigen Kaderplanung. Nach übereinstimmenden Medienberichten überweist der VfB dem türkischen Rekordmeister eine Summe um die 11 Millionen Euro als Ablöse. Ozan Kabak war vertraglich bis 2020 am Galatasaray gebunden. Kabak durchlief sämtliche Nachwuchsabteilungen von Galatasaray und gehört seit vergangenem Sommer dem Profikader des amtierenden türkischen Meisters an. In der aktuellen Saison absolvierte Kabak bereits 17 Pflichtspiele, darunter 4 Einsätze in der Champions League. In Stuttgart unterzeichnete er einen Vertrag bis 2024.